Wir haben eine Menschlichkeit bekommen. Wir haben Sif befreit. Jetzt können wir den Aufzug hier nehmen. So, weil hier wartet noch ein Aufzug auf uns. Dumm, die dumm, die dumm. Und dieser Aufzug führt uns wieder in den königlichen Wald, und zwar direkt vor das Kolosseum. Also ja, vor den Artorias Bossfight. Und hier können wir uns dann am Leuchtfeuer kurz ausruhen und dann eben jeden Aufzug wieder nach unten nehmen und dort unten mal alles säubern und uns aufmachen zum letzten Boss. So. Einmal geheilt, volle Flaschen, volle Heilung. So. Ja, wir könnten jetzt schon den Schlüssel benutzen, aber das will ich mir für nach dem Boss aufheben. Ich will jetzt zum Boss kommen. Falscher Fahrstuhl, der führt nach oben. Da will ich garantiert nicht mehr hin. In Alvinas Turm. Ich würde gerne runterfahren in den Schlund des Abgrunds. Genau. Und hier sind die Menschlichkeitsphantome wieder respawned. So, One Hit. Wow. Aber mit dem Schlag habe ich komischerweise eine größere Reichweite als mit dem zweihändigen. Auch wenn der weniger Schaden macht. Wow. Ja, vor den Großen sollte ich mich in Acht nehmen. Weil die zu berühren macht nicht nur wenig Schaden. So. Gut. Gucken wir uns hier weiter um. Fehlendes Licht ist schon mal nicht so toll. So, den da ausschalten. Bisschen zurückgehen und noch ein Hieb. Und ja, man merkt, die geben sehr wenig Menschlichkeit. Dafür geben sie aber sehr wenig Sehen, dafür geben sie aber halt Menschlichkeit. Also sie droppen Menschlichkeit. So, erstmal gehe ich hier kurz das Stück nach oben. Dumm, dumm, wieder. Und erschlagt den Magier hier. Nehmen wir die Menschlichkeit und die grüne Scherbe, die der droppt. Ja, die Magier droppen grüne Scherben. Die wir allerdings wahrscheinlich nicht mehr so sehr brauchen werden. Was wir brauchen, sind rote Brocken. So. Ey, Jungs. Au, das hat wehgetan. So, weg mit dir. Und ja, da ist wieder Menschlichkeit. Manchmal droppen sie auch ganz selten Doppelmenschlichkeit. So, weg mit dem Kleinen, weg mit dem Großen. War hier um die Ecke was? Nö. Hier ist nur eine große Fläche und da unten geht es weiter. Da sieht man es leuchten. Aber ich will erstmal die Menschlichkeitsphantome hier loswerden. Oh, und mich heilen, bevor ich sterbe. Wow, das war daneben, definitiv. So, jetzt bloß nicht von dem Kleinen treffen lassen. Naja gut, er hat mich getroffen, aber er hat Menschlichkeit dabei. Und sogar eine Doppelmenschlichkeit mal.
Sehr gut. Schwarze Flamme. Das ist Pyromantie. Dumm, 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 dumm. Schwarze Flamme müsste Pyromantie sein. Ja. Pyromantie entdeckt in der Finsternis des Abgrunds von einem Pyromanten, der durch Olasil wanderte. Beschwört eine große schwarze Flamme in der Hand. Schwarze Flammen sind gewichtig und verursachen körperlichen Schaden. Genug, um auch den mächtigsten Schild beiseite zu stoßen. Also, ouch. Für Pyromanten gar nicht mal so schlecht. So, hier haben wir aufgeräumt. Das sollten wir auch, weil wir noch mal da runter müssen nachher. Jetzt geht es erstmal wieder hoch zu der Stelle, wo wir den Magier getötet haben. Und zwar hopsen wir hier runter. Hier ist der reguläre Weg weiter, wie man an den ganzen Leuchtkugeln erkennen kann. Aber als nächstes wollen wir die Menschlichkeitsphantomherde hier, Horde hier, Herde, hat zu viel deutsches Walking Dead geguckt. Diese Herde hier ausdünnen, um noch mehr Menschlichkeit zu sammeln. Man sieht, es klappt recht gut. Sogar Doppelmenschlichkeit fällt einiges ab. So, der ist auch weg. Der Kleine traut sich nicht. Der versucht uns lieber in seine anderen Freunde reinzulocken. Die versuchen mich zu flankieren. Einen weg. Hauen, den anderen weghauen. Oder einfach durch ihn durchhauen und dabei ordentlich Schaden kassieren. Also ja, einmal kurz berührt werden von ihnen ist jetzt nicht so die Welt. So. Zweimal berührt werden ist schon etwas blöder. So, und da kommen jetzt die Großen. Komm her. So, du bist weg. Dich habe ich jetzt verfehlt. Das ist nicht so gut. Au, das hat Schaden gemacht. Das macht sogar gar nicht mal so wenig Schaden. So, weg mit dem letzten. Gut, wie viel Menschlichkeit haben wir jetzt dadurch gewonnen? Gar nicht mal so wenig. Also ja. Menschlichkeit hier kriegen ist toll. Und hier müssen wir jetzt runterspringen. Hier haben wir nämlich noch ein Menschlichkeitsphantom. So, weg. Das beschützt hier die Hälfte mir Maske, was eigentlich fast schon sinnlos ist. Wow. Wow. Das war jetzt Panik, weil ich auf den Rand gefallen bin. Gut. Die Helfmir-Maske, das war fast schon sinnlos. So, wir haben jede Menge Menschlichkeit abgestaubt. Hier. Und auch ein... Naja, Seelen sind es nicht viele gewesen. Ich glaube, die Großen geben 30 Seelen. Die kleinen 10. Aber wir haben das Gebiet geklärt. Ja, gut, ich nehme wir auch mal kurz mit. Können nun hier runter. Dummdi dummdi dai. Schubdubi. So. Hier müsste genau noch was versteckt sein. Noch eine Doppelmenschlichkeit. Sehr nice. Und soweit ich weiß, müssten wir hier auch irgendwo noch eine weiße Scholle finden können. Okay, da unten sind noch mehr Menschlichkeitsphantome. Die will ich allerdings erstmal nicht. Ich will erstmal die hier. Au. Einfach mal wieder durchhauen. Weil die Steuerung ja sowas von gar nicht nett ist. So. War hier nicht noch einer?
Und da ist der da irgendwo runtergefallen. Genau, hier ist die weiße Scholle nämlich. Brauchen wir jetzt nicht, weil wir nie keine weiteren heiligen göttlichen Gegenstand machen wollen. Wir haben ja schon ein göttliches Bastardschwert plus 10. Wir könnten ein okkultes Bastardschwert plus 10, plus 5 machen, aber nö. Das bringt's nicht so wirklich. So, die beiden weg. Die droppen leider keine Menschlichkeit. So, weg mit euch. Die Kleinen sind schnell. Das ist das der Vorteil von denen, auch wenn sie nicht viel aushalten. So, noch ein Gegenstand, noch eine Menschlichkeit. Sehr gut. Und die Seele eines Helden. Ja, damit geht es auf zum Bossfight. Einem der härtesten Bossfights im ganzen Spiel. Und für den muss ich den Ring wechseln, weil der droppt nichts. Also der hat auf nichts eine Drop Chance, der droppt alles 100%. Aber Ausdauer. Also, auf durch den Nebel. Darf ich euch das Untier vorstellen, das Menes, der Vater des Abyss, ist? So. Komm, Rufsymbol berühren. Genau, Phantom wird gerufen. Sehr schön. Gleich mal einen Schluck trinken. So. Und ihm auf die Hand hauen. Au. Oder einfach selber mal was abkriegen. Genau, er haut ziemlich heftig zu. Aber wir haben Sif auf unserer Seite. Au. Das war mit der großen Planke draufhauen. So, wir müssen auf jeden Fall auf seine Ausraster Acht geben. So, wenn er auf Sif losgeht, können wir normalerweise auf ihn einschlagen. Sif hat den Vorteil, er wird fast nie richtig getroffen. Und er hält eine Menge aus, der kleine Sif. Wir müssen jedoch gucken, dass wir Sif auch die Chance zum Angriff geben. Au. Und da sind wir gestorben. Okay, erster Versuch war nichts. Pfeifen wir uns mal Menschlichkeit ein. Dass wir Sif wieder beschwören können. Weil Sif möchte ich gerne schon in dem Kampf dabei haben. Wechseln wir unseren Ring wieder. Ich werde mich jetzt nicht wieder durch alle Phantome durchhauen, sondern nur durch die, die im Weg sind. Hallo Frau, dich ignorieren wir erst einmal. Du bist für nachher, wenn wir Menes besiegt haben. Und die dumm wieder ein.